Und das war schlimm, weil er sich gerade in dem Jahr verheiratet hat. Aber trotzdem nicht geschieden, die Frau ist dort hinten im roten Pulli. Das war aber die Zeit, wo ich mich auch mit den Bienen verheiratet habe. Dann zogen wir um in ein Haus. Und da stand ein alter, ja, mitgeerbter Bienenstock, der wohl zu den Anwesen gehörte. Der war füttert, inge Bienen. Ja, und er siedelte dort seine Bienen rein. Das war etwas, dann war er etwas hübscher, dieser Bienenkasten. Und ich hatte natürlich, der haben wir alle, die besten Bienen. Und ich hatte natürlich, so wie wir alle, immer die absolut besten Bienen. Auch wenn ich mit doppelten Handschuhen arbeiten musste, doppelten Schleier, dicke Hosen und zugeklebte Stiefel. So skulle man odla drottningar. Und weil ich sowieso die besten Bienen hatte, war es auch klar, dass ich davon Königin ziehen wollte. Ja, ich hatte aber gelesen in den Bienenzeitungen, dass es nicht möglich ist, unterschiedliche Bienenrassen zu kreuzen. Da würden die Bienen aggressiver werden. Aber die waren es ja sowieso. Und ich wusste auch nicht, welche Rasse es war. Und es gab auch keine Belegstelle. Es gab dort eine Belegstelle für italienische Bienen. Aber die allgemeine Meinung war ja so, dass das nicht funktionieren würde, unterschiedliche Rassen zusammenzubringen. Er hat gelesen von einem berühmten Mann, der Einstein hieß. Ich verstand nicht so viel von dem, was er schrieb. Herr Google auf Internet. Ja, dann habe ich Herrn Google auf Internet gefragt. Wegen Übersetzungen. Und manchmal ist es gelungen. So, wir hoffen, dass man lyckats bra med det här citatet från Einstein. Ja, wir hoffen, dass das ein echtes Einstein ist, ein echtes Zitat von Einstein ist. Det är ett av de få meningar jag förstod. Das war eines der wenigen Dinge, die ich von Einstein verstanden habe. Und das inspirierte mich. Verstehen Sie, was dort steht? Jo. Ja, also das ist eindeutig. Okay. So, und dafür nahm ich meine jungen Königinnen und fuhr zu diesem Italiener Belegstelle. Würden die noch aggressiver werden? Ja, ja, weil die überhaupt nicht verwandt schienen. Plötzlich reichte es, dass ich mit einfacher Kleidung dort arbeitete, ohne Stiefel. Ja, da dachte ich mir schon, da muss ja Einstein recht gehabt haben. So, jag tänkte, vilka är de värsta? Men för man brukar ju säga så här om man är en vetenskapsman, har jag lärt sig. Att en gång är ingen gång. Exakt, varsågod. Jag har ju lärt mig att är man vetenskapsman. Ja, ich habe mir ja gelernt, dass wenn ein Wissenschaftler... Så är en gång, ingen gång. Einmal ist keinmal. Så jag måste göra det igen. Also man muss das wiederholen.
bekräften. Um das zu bekräftigen. So, da muss ich hinter eine andere Rasse, ja? Da müsste ich eine andere Rasse. Welches war die beste Biene, wo ich hatte gehört, wo man drüber sprach? Das war die Backfassbiene. 1975. 75 oder 76. Och så jag ringde och frågade på i södra Sverige, är de snälla? Ich hörte mich um, in speziell in Südschweden, und fragte, sind die friedlich? Ja. Ja, das sollten sie sein. Jag skicka bastard italiener i Bosnien. Darf ich Ihnen meine Italiener-Bastarde schicken? Ja, det fick jag. Das durfte er. Och resultatet blev att det var bin, som jag kunde hantera i badbyxor. Und plötzlich war das Resultat so, dass er also mit den Bienen hantieren konnte und sie wieder mit der Badehose bearbeiten konnte. Zwei Generationen. Nach zwei Generationen. Mycket interessant, eller hur? Ist das nicht interessant? So, då blev jag bokfastbiodare. Also von da an wurde er Backfast. Und die Gäste, die Völker wurden absolut schöner und friedlicher. Sen dess war er verfallet lite. Ja, das war am Anfang gefährlich, ja. Men biodlare är uppfinnare. Also Imker sind Erfinder. Och en av de biodlare jag träffade, han var naturligtvis också en uppfinnare och han tyckte inte om döda bin på botten på våren. Also einen dieser Imker, den ich kennenlernte und traf, der liebte nicht, wenn die Bienen tot am Boden lagen. Und der skulle bina flyga och gå och samla in honung som vi skulle äta. Also die Bienen sollten fliegen und sammeln und Honig bringen, den wir essen wollten. So han uppfann en Drahtboden. Er entwickelte einen Drahtboden. Der bina rannade ut under vintern. Der rannade ut. Ja, de får ni rakt ner under det i botten. Okej. Bienen sind also direkt durchgefallen. Och det fungerade. Das funktionierte. Och han övertygade mig. Und er überzeugte mich. Och han blev lycklig. Und er wurde glücklich. Och det är klart, då vill man dela med sig till andra. Und da möchte man sich natürlich anderen auch mitteilen. Så jag skrev en artikel på knackig engelska. Er schrieb einen Artikel in wackeligem Englisch zu der amerikanischen Bienenzeitung. Also das Englisch war offensichtlich ausreichend verständlich. Ja, ein bisschen unterschiedlich. Und einen Gruß von ganz Schweden. Und es wurde publiziert. Och då blir vi lyckliga när vi kan försöka vi är som biodlare att om vi kan övertyga andra biodlare att göra som vi gör, då blir vi glada. Also wir Imker sind ja wahrscheinlich meist so gestrickt, dass wenn wir andere überzeugen können, dann sind wir auch zufrieden. Och bina anpassar sig. Und die Bienen passen sich an. För att göra oss lyckliga också. Und auch, dass er glücklich ist. 1983 besuchte ich das erste Mal Bruder Adam mit einem Radioreporter, mit einem schwedischen Radioreporter und einem Freund. Das war der erste Besuch. Es wurden dann weitere, mehrere. Och jag trängde in i stamtavlornas värld. Und er konnte eindringen in den Wert der Stammtafel. Och läste hans stamtavlor. Und konnte Bruder Adams Stammtavla, also die Pedigree, lesen. Och fick ut information om hur han gjorde. Und fand raus, auf welche Weise er das machte. Men inte bara Bruder Adam var mycket skarp man. Nicht nur Bruder Adam war ein ein tüchtiger Mann, okay, ja. Peter Donovan.
Peter Donovan war ein mega duktiger Bio, auch ein sehr